Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. So, und weiter geht es hier in Bieringen bei den Dingens. Und ich dachte schon, hier aus der Perspektive war der Dexter jetzt irgendwie nackt. Ach, schön. Nee, aber der hat eine Hose an, das passt. Was will denn der? Schwimmen? Nö, der soll zur Schule. Geht zur Schule. Verdammt. Fängt gerade die Schule an, Papa Paul muss zur Arbeit, will er aber anscheinend nicht und zum Arbeitsgelände gehen. Komm, mach mal. Und ja, dann würde ich sagen, hier, auf geht's. Tralala, tralala. Und Mama, die kocht gerade. Was kocht sie denn Schönes? Ja, und der Radio ist immer noch kaputt. Weiß ich ja, Chantal. Was rumpelt denn hier so? Ach, die Waschmaschine. Versuch zu überwältigen. Komm, Chantal. Überwältige die Waschmaschine. Überwältige sie. Geschafft. So laut. Noch 0 Minuten. Da. Wäsche ist fertig. Nix Fernsehen. Wäsche ist fertig. Ein Objekt kaufen. Tragbares Knupset. Nö. Kannst du hier weiterkochen? Weiterkochen. Anschließend hier mal die Theke säubern. Lalalala. Ich mach die Wäsche. Die muss auf die Leine. So. Hängt wieder alles. Tralalala. Ich finde das immer super. Die Wäsche hat eigentlich gar niemand. Wer hat so einen Rock? Wer hat so einen Top? Wer hat so eine Hose? Niemand in diesem Haushalt. Und jetzt ist alles nass. Jetzt ist das Gras nass. Super. Jetzt haben wir nass das Gras. Was eigentlich total sinnlos ist. Schön. So, was machten die jetzt überhaupt? Weiterkochen. Ja, was denn? Was kocht denn die da? Pfannkuchen? Ich glaube, Pfannkuchen. Hände klingelt, Hände klingelt, Hände klingelt. Koi. Mit Koi plaudern. Während der Pfannkuchen anbrennt. Das ist super. Koi möchte plaudern. Natürlich. Wir plaudern mal. Ich hoffe, sie hat den Herd auch wieder ausgedreht. Ja, was erzählst du denn für den Müll? Sag mal. Koi, altes Haus. Ja, natürlich habe ich Zeit. Nö, ich bin gerade nicht beschäftigt. Ja, nö. Ja, was laberst du denn da für ein Müll? Gregor, Nö, aber ich habe eine Chiwanka. Idee. Was? Chiwanka de Nö, Julep. will ich gar nicht. Makifane Muna, Tariri. Also wenn schon, dann musst du was Richtiges mit mir reden. Nicht nur so ein Müll. Wir könnten ja essen gehen. Da können wir super plaudern. Dula. Oder? Dula Meinst du nicht auch? Raksu. Ich hätte nämlich Hunger. Aber irgendwas. Zila. Eigentlich hatte ich gerade irgendwas vor, aber ich weiß nicht mehr was. Narf. Mal überlegen. Jula. Jula Aber wir Mata. könnten trotzdem essen gehen. Ich muss mich halt noch anziehen. Ja, Koi, gehen wir essen? Hast du Lust? Zino. Ja, sag's dir gar nicht. Esabida. Die Einzige, die hier redet, bin ich. Greggle Freggle Nords. Haha, aber ich finde das lustig. Das ist schön. Groby. Nagi Groby. Und ich finde das toll, dass das Essen nicht anbrennt. Bla 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 bla. Jana. So, und während die hier plaudert, kann ich ja wieder mal ein paar Kommentare vorlesen. Oder auch nicht. Denn jetzt ist es schon fertig. Und der Pfannkuchen ist angebrannt. Super. Ja, der ist jetzt für die Tonne. Genau das, was du dir gerade denkst. Der ist jetzt für die Tonne. Oh. Ja, das kommt davon, wenn man während dem Kochen wegläuft und. Jetzt brauchst du nicht noch warten. Das Teil ist schon angebrannt. Das ist schwarz wie ein Brikett. Da komm, aufräumen. Das kannst du jetzt hier gleich knicken hier. So, was haben wir denn hier? Video Shit Koi Aladi. Ein Geschenk machen. Haben wir denn überhaupt ein Geschenk? Ein Blumenstrauß? Nee, ich glaube, das findet sie doch ein bisschen zu persönlich.
So, hier, ich mach mal die Theke sauber. Und dann mache ich noch das Waschbecken sauber. Und vielleicht auch die Dusche. Nee, die mache ich nicht sauber. Was steht denn hier noch? Klebrige Carbonara. Ist die noch gut? Ja, ist noch gut. Komm, hier, kannst du das essen. Von wem ist denn das? Irgendwer hat hier nicht aufgegessen. Das gibt's doch gar nicht. In dem Haushalt normalerweise unmöglich, dass hier etwas mal nicht aufgegessen wird. Na komm, Chantal, hau dir mal die Nudeln rein und dann geht's dir wieder besser. Und anschließend mal hier benutzen. Ja, wunderbar. Ja, die ist wenigstens gesittet, nicht so wie Paul, der immer das Zeug hereinschaufelt wie ein Irrer, als wenn es morgen nichts mehr gäbe. Ach, sie wäscht gleich ab. Ich wollte schon verräumen. Ich habe das schon irgendwie so im Handgelenk, dass ich das Zeug gleich verräume, weil hier sowieso niemand einen Handgriff rührt. Aber Mama natürlich, die ist super. Das ist super, Mom. Die macht das natürlich alles. Brauche ich ja gar nicht viel machen. Hygiene. Ja, dann kann sie auch mal ein bisschen hier... Nee, nicht einschalten. Hier, duschen. Dass er für Paul wieder gut riecht fürs nächste Techtelmechtel oder so. Was weiß ich. Trainieren. Ja komm, kannst du mal später ein bisschen. Dexter, leg das Messer weg. Ach schön. Dexter hat für die Fähigkeit Kochen im Level 2 erreicht. Ja, der braucht ein Messer zum Kochen. Ohne geht der schwer. Was haben wir denn hier? Schweißfrei. Ja, komm, trainieren wir mal schweißfrei. Da mache ich für Paul eine gute Figur. Ein bisschen abnehmen, das schadet ja nicht. Aber da ist der Paul ja eigen. So, jetzt sind wir wieder sauber und jetzt ein bisschen hier. Komm, Chantal, jetzt hier vorm Fernsehen ein bisschen trainieren. So, einschalten. Das Sportprogramm und jetzt hier. Links, rechts, links, rechts. Und in die Knie. Und hopp, 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 hip, hip, hopp, 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 hip, 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 hop, hip, hop, hop, hip, hop, hop. Da werde ich selber noch ganz hip, hop, hop, hop. Wem gehört die Karre da, die da parkt? Die gehört auch niemandem irgendwie. No workout, no workout. So ein bisschen versteht man ja das Simlish. Hat ja so ein bisschen was von Englisch, Simlish. Ja. Aber na gut, ist ja egal. So, ich zoome mal hier ein bisschen raus kurz und dann kann ich hier nämlich wieder ein paar Kommentare hier. Dexter Dingens hat von seinem Ausflug zum Bistro ein Souvenir mitgebracht. Oh, super. Beide sogar. Was haben wir denn hier Schönes? Flori. Bei Sims Credible Designs gibt es richtig geile Möbel. Downloade mal ein paar. Inklusive Rechtschreibfehler. Ja, werde ich mir demnächst mal ansehen. Könnte ich mal machen. Was haben wir denn noch hier? Der Koki. Der Gute. Einfach mal so ein paar Fragen. Doppelpunkt. Ah. Gehe ich richtig in Annahme, dass Dexter dein Favorit unter den Dingens ist und du Jacqueline am wenigsten magst? Nö. Chantal hat die Fähigkeit Athletik Level 3 erreicht. Nö, eigentlich nicht, weil... Ja, sagen wir so. Dex und Jacqueline, die sind ein bisschen schwer zu vergleichen, weil die so unterschiedlich sind. Dex ist ja so ein bisschen kontaktfreudiger und der kann eigentlich recht gut mit anderen Sims umgehen und von daher ist es auch relativ einfach, hier mit anderen Sims hier in Kontakt zu treten und da gleich was zu erleben. Und das ist Chantal halt eher schwer. Mit Jacqueline natürlich. Scheiß Namen. ja, bei Jacqueline ist natürlich auch der Nachteil, dass die nämlich schon wieder abhaut, und zwar zu ihrer Arbeit. Und da kann man natürlich nicht viel machen. Außerdem stellt die immer Blödsinn an, dass der Paul immer krantig wird und die dann links und rechts hier... Ja. Kletterer-Detsch gibt's dann immer auf die Backe. Und
verdrehst du manchmal deine Augen, wenn du bestimmte Kommentare und deren schlechte Rechtschreibung liest. Siehe Flori. nö. Ganz ehrlich, nö. Ist mir eigentlich relativ egal. Solange ich es noch lesen kann, irgendwie ist es mir eigentlich relativ egal. Ja, bei bestimmten Kommentaren denke ich mir schon meinen Teil, aber na gut. Aber über die Rechtschreibung ist es mir eigentlich relativ egal. Was könntest du wohl für Paul kaufen? Ümitürks Dönerbude. Zur Information, Ümitürks Dönerbude. Ich glaube... Nee, hier ist er immer noch lecker Schmecker. Ich weiß nicht warum. Ja, das ist Ümitürks Dönerbude. Wenn man Stadt bearbeiten tut... Meine Sprache ist heute fehl. So, wenn man unter Stadt bearbeiten geht, dann steht hier Ümitürks Dönerbude. Hier steht aber Imbiss lecker Schmecker. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Für mich ist das alles ein bisschen ein Rätsel. Das ist wohl auch so ein kleiner Bug. Und ein Kommentar, das ich jetzt gar nicht offen habe. Scheiße, sage ich jetzt einfach mal. So salopp. Ich weiß auch gar nicht, von wem es jetzt ist. Ich hab's vergessen. Dex. Ja, ist gut. Ich versuche ja gerade zu Dingens hier. Ein guter Zuseher, sage ich jetzt einfach mal. Ich werde versuchen, das Kommentar nochmal zu finden. Blend jetzt gleich ein. Hat mir geschrieben, ich soll das Zeug, das wir von Schrottplatz sammeln, einfach mal hier überall hinstellen. Und mit der Zeit kann es sein, dass sich das Zeug regeneriert. Sozusagen das Schrottzeug vom Schrottplatz. Und ja, probieren wir es einfach mal. Komm, das probieren wir jetzt einfach. So, denn da haben wir ja ewig viel. Komm, das stellen wir jetzt einfach mal alles hier in den Garten. Ist ja egal. So. Den Geschirrspüler, die Liege. Und es soll anscheinend nicht mit allen Teilen funktionieren. Ein paar Teile funktionieren, ein paar nicht. Ein paar schon. Das ist so zufallsgeneriert und hat überhaupt nichts mit den Bastel- oder Repair-Skills der Sims selbst zu tun. Ja, schauen wir mal. Wenn etwas funktioniert und wieder ganz ist, dann sehen wir das eh relativ schnell. Dann, ja, sind sie ja nicht mehr so dreckig und so schwarz, sondern sind wieder schön hell, eigentlich so wie das Teil hier. Funktioniert das schon wieder? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Nö, raucht noch. Ich lasse es einfach mal hier stehen und dann sehen wir eh, ob vielleicht ein Teil sich wieder regeneriert. Vielleicht hat er ja recht, vielleicht auch nicht. Was weiß ich. Ich kenne mich gar nicht aus. Was machen denn die hier? So, und ich werfe gleich noch einen Kommentar hinterher von Gero Kerberin. Wenn ich es falsch ausspreche, verzeiht mir und what the fuck. Moment, ich hau mal kurz auf die Bremse. Sehe ich da richtig? Nee, ist kein Grafikfehler. Alter, was ist denn gerade mit Chantal passiert? Die ist so dünn. Alter, der hat doch nur einen kurzen Workout gemacht. Ist so dünn. Gibt's doch gar nicht. Die war ja gerade noch so 120 Kilo. Die hat doch gerade nicht 60 Kilo abgenommen hier. 60, 70 Kilo von dem paar bisschen rumhüpfen hier. Finde ich auch klasse. Nee, aber ich schmeiß gerade nochmal das eine Kommentar jetzt von Gero Kerberin. Wenn ich's falsch ausspreche, schreib's mir doch bitte, wie man's richtig ausspricht. Erstens, kannst du vielleicht jeden Tag ein Video hochladen? Ich lade sogar jeden Tag 2 Videos hoch. Nicht von Sims, aber generell. Ich lade jeden Tag 2 Videos hoch. Jeden Tag von Sims wäre mir ein bisschen zu stressig, denn dann würde ich auch von allen anderen Videos jeden Tag ein Video machen, hochladen wollen. Und das... Nein, keine Chance, keine Chance. Geht sich bei mir ums Verrecken nicht aus. Zweitens, kannst du Tia bei Dexter einziehen lassen? Nein, geht nicht. Kann keinen Teenager adoptieren. Warum auch immer. Keine Ahnung, geht nicht. Die hat doch ein Zuhause. Was wir allerdings tun könnten, ist natürlich, was sicherlich auch irgendwann mal passieren wird, Dexter und Tia erwachsen werden lassen. Und dann
könnte es durchaus passieren, dass die zusammenziehen. Also das könnte durchaus passieren. Und drittens, du bist der beste Sims-Let's Player. Ja, danke. viertens, Lese Nummer 3. Du bist der beste Sims-Let's Player. danke. ja, okay. Dann würde ich sagen, weiter geht's, denn Paul ist zu Hause. So, Paul, Paulchen Panther. Habe ich schon wieder auf die Bremse? Ja, ich nerv damit wahrscheinlich. Aber ist mir gerade wurscht. Denn da brennt ein Feuer. Garten! Ich brenne kein Feuer. Ich feier schon wieder. Gartenzwerg-Invasion! Das erinnert mich auch so ein bisschen gerade an Fallout. Da haben wir auch einen bösen Zwerg gefunden. Den wir ja in unserer Bude in Novik haben. Wütende Gartenzwerge fangen. Ja, ich feiere gerade. Ja. Ach, wie geil. Paul, fang wütend. Schnapp dir deine Feuerwehraxt und fang wütende Gartenzwerge. Ach, wie geil ist das denn? Ach, herrlich. Herrlich, ich freue mich. Bistro Bento Kunst. Moment, das platziere ich noch gerade mal hier. Und dann sehen wir zu, wie der Paul die Gartenzwerg-Invasion bekämpft. Das ist doch mal awesome. Ich konnte das Zeug hier irgendwie drehen, aber ich habe schon wieder die... Bööö, wo geht denn das? Nee, das war Stock auf, Stock ab. Verdammt, wo kann ich denn hier drehen? Hier geht's. Ah, hier geht's. Hier geht's. Ja. Kann ich ja fast nirgends hinstellen. Da komm, stelle ich so hin. Da kann ich den Hund hier auch mal ein bisschen drehen. So, passt schon. Lalala. Okay, und dann würde ich sagen, Gartenzwerg-Invasion. Paulchen? Mission Impossible. Gartenzwerg-Invasion. Gartenzwerg-Invasion. Gartenzwerg. Invasion! Gartenzwerg! Invasion! Gartenzwerg! Gartenzwerg! Och nö! Alter, du hast einen Notfall versäumt! Ich wollte die Gartenzwerg-Invasion! Wo ist die? Nee, ach komm! Ja, wenn Paul hier mit Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h fährt. Ist die Karre so im Arsch oder was? Da schalt mal aus, die Scheiße. Warte, und jetzt fährt er wieder zurück oder was? Na, da hat er Hunger. Ja, wo sind die Gartenzwerge? Och, Alter. Nee, ach, Paul. Ich wollte doch die Gartenzwerg-Invasion. Naja, vielleicht sehen wir die nochmal. Ach, schade. Ich wollte die Gartenzwerg-Invasion. Huch. Der trainiert freiwillig? Seit wann gibt's denn sowas? Ja, Dex. Ich bin überrascht und erfreut zugleich, muss ich sagen. War schön, wenn er das tut. Und dann könnten wir auch mal wieder uns bei Tier melden. Oh. Ja, komm, jetzt ist gut, ist gut. Das Gute. Ja. So, ruf mal hier Tier an. Nee, nicht Nadja. Tier. Hier, einfach mal ein bisschen plaudern. Nicht mit Nadja. Nicht mit Nadja. Nein. Tia! Das ist deine Freundin. Jetzt denke ich da schon wieder an Nadja.
Lass Nadja in Ruhe. Das ist zwar deine beste Freundin, aber das ist auch Nadjas beste Freundin. Ja, redet ein bisschen über Drachen. Ist gut. So, Jacqueline. Jacqueline. So. Hausaufgaben. Komm, mach mal deine Hausaufgaben. Nicht da aus dem Fenster gucken. Und die hat ja auch noch ihr Tofu-Set hier. Das werden wir auch noch hier irgendwo platzieren. Auf dem Wachkästchen. La, 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 la. Das hat alles so wenig Platz hier. Da müssen wir bald einen Tisch kaufen. Damit ihre Sammelobjekte hier rumstellen können. Und du wirst hier mal ein bisschen fortfahren. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Level 4 der Athletikfähigkeit erreichen. Nö. So, wo ist denn Paul eigentlich unterwegs? Ach, der ist auf der Feuerwache und guckt fern, natürlich. Nee, du wirst aber nicht fernsehen. Du wirst hier in Stand halten. Du legst heute mal eine Nachtschicht ein. Und den Upgrade hat er immer noch nicht gemacht. Och, Paul. Komm, jetzt hier Nachtschicht. Jetzt wird mal hier Nachtschicht eingelegt und nicht hier rumgeeiert. Schon gar nicht vor dem Fernsehen. Hier. Ja, genau. Klappe auf. Und dann mal hier. Ja, Wand. Ja, genau. Hämmer einfach mal rein, dann wird das schon funktionieren. Ist ja furchtbar. So, genau. Töpfchen säubern. Ach, du sollst hier weitermalen. Lass das Klo. Aber die hat abgenommen. Das ist unglaublich. Die hat so abgenommen. Ach, jetzt. Da wirst du doch vorbeikommen. So, jetzt hier vorbei. Geh. Du bist nicht mehr so dick. Ja, wahrscheinlich wieder ein Teller Nudeln und dann ist hier wieder. Dann hat sie wieder ihre 120 Kilo. Was macht die denn da? Die putzt freiwillig die Dusche. Ja, ich bin erfreut. Was ist denn heute los? Da ist doch was kaputt. Ja, ja, ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Kennt ihr das auch, wenn man im Sessel so immer weiter runterrutscht? Entschuldigung. Und so immer weiter runterrutscht und weiter runter und noch weiter runter und noch weiter runter. Bis der Arsch eigentlich schon über der Sesselkante rüberhängt. Also, ja, und man eigentlich nur noch mit dem Kreuz hier irgendwie in der Stuhlkante. Ja. Eigentlich überhaupt nicht mehr angenehm, aber naja, was soll's. So, ja, Jacqueline, die amüsiert sich mal ein bisschen im Pool. Hat sie sich ja auch mal verdient. Da kannst du hier was machen? Nö, kannst du gar nichts machen. Was gibt's denn hier? Befördert werden? Ja, das können wir doch durchaus. Warum nicht? Mumie am Wickel. Seltener Samen, Schrottteile, tralala, der pennt. Sie malt, er repariert. Wir haben gerade nichts zu tun, das ist wunderbar. Dein Sim hat einen gesegneten Appetit und ein paar Pfund zugelegt. Was denn? Säuft ihr mal das Poolwasser? So ein Meter Wasser. Statt ein Meter schwimmen, ein Meter Wasser trinken. Ja, das kann schon mal vorkommen. Dass man während den Schwimmen zulegt, Fett schwimmt ja um. Und ja, hat eigentlich das eine mit der anderen gar nichts zu tun, aber ist ja egal. Alter, wie teuer das Zeug auch hier ist. 750, 185, 750, 400, 115, 90. Ja, ich will es eben nicht ersetzen hier, das Zeug. Bin gespannt, ob das funktioniert. Also wenn ein, zwei Dinge hier wieder ganz wären, dann wäre das eigentlich schon recht geil. So, komm, ist gut. Geh jetzt mal hier raus. Es ist eh schon spät am Abend. Dann kannst du hier mal... Was klingelt? Wer stört? Telefon! Telefon! Wer ist denn wieder? Leg mal den Pinsel weg. Hallo! Hier ist die Chantal! Kopf der Küche! Bring dein Essen zum Restaurant, bevor die Zeit abläuft, um einen Geldpreis zu gewinnen. Was denn überhaupt?
Der Chefkoch des Restaurants veranstaltet einen Wettkampf, bei dem der beste einheimische Koch ermittelt werden soll. Bereite etwas Besonderes zu und mach dich schnell zum Restaurant auf, um am Wettkampf teilzunehmen. Dem Gewinner winkt ein Geldpreis. Ja, können wir ja machen. Grill? Beliebtes Rezeptmahlzeit. Das heißt? Was heißt das jetzt für uns? Und was für ein Rezept? Ich habe keine Ahnung. Gericht einreichen. Nee. Du wirst jetzt hier ein Gericht einreichen. Komm, mach deine klebrigen Carbonara. Oder Macaroni mit Käse. Genau, mit dem Taschenkäse, den wir ja Koi geschenkt haben. Aber gut, vielleicht findet sie ja noch ein Stück im Kühlschrank. Und die kann mal hier pennen gehen. Schlafen. Vielleicht kommt ja irgendwas dabei raus. Ah, Lachi. Aua, aua, aua. Da tut ja weh, das Messer am Finger. Aber gut, ein bisschen Blut, das tut gut. Das macht Mut. Und dann werde ich um Mitternacht zum Restaurant fahren und das Gericht einreichen. La 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 la. Bin gespannt, ob wir überhaupt mitten in der Nacht hier hin können. Weiß ich gar nicht. Ist mir jetzt nicht bekannt. Ermüdet. Sportliche Aktivitäten fordern mitunter ihren Tribut. Ist auch schon wieder ausgepowert hier. Bim, 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 bim. So, kochen Level 4. Vielleicht können wir es ja dann noch ein bisschen hier verfeinern. So wie das vor ein paar Folgen Jacqueline auch gemacht hat. Oh, bisschen Salz. Das ist lecker. Lecker Macaroni mit Käse. So. Können wir das jetzt noch verfeinern? Nee. Können wir nicht. So, können wir das jetzt einreichen? Nö. Kann ich das irgendwie ins Inventar legen? Also ins Inventar. Nein, keine Schüssel nehmen. Kann ich das hier reinziehen? Ja, das geht. Okay. Dann. Hä? Ach, da ist der Paul unterwegs. Gerät. Zwischen 8 und 19 Uhr. Super. Geht also nicht. Na wunderbar. Ich hätte gern meine Küche wieder. Dankeschön. Kann ich das hier... Kann man das jetzt hier verfeinern? Nö. Geht nicht. Gut, dann stellen wir es derweil in den Kühlschrank. Und dann kann... Chantal ja mal ein bisschen schlafen. Und der Paul ist ja auch gerade auf dem Nachhauseweg und der kann dann auch mal ein bisschen schlafen gehen hier. Bin ich müde. So, Klamotten aus und dann rein ins Bettchen. Gute Nacht. So, und zum Abschluss habe ich noch ein kurzes Kommentar, was ich nämlich noch sagen wollte zu Gerokerperin, falls ich das richtig ausspreche. zum ersten Punkt kannst du vielleicht jeden Tag ein Video hochladen. Wenn du mal guckst, jetzt auf die Zeit, wie lange das Video jetzt schon läuft, das ist eine halbe Stunde. Sollte eigentlich genug sein, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Let's Player 15 bis 20 Minuten Parts hochlädt. Denk mal drüber nach. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Let's Play The Sims 3.